So, willkommen liebe Leute. Ein neues Let's Play vom Spiel Albion. Rausgegeben von Bluebyte 1995. Das waren übrigens auch dieselben, die damals die Siedler erfunden haben, die es heute noch gibt. Heute gehören sie zu Ubisoft. Das Spiel ist inzwischen 20 Jahre alt, aber ich werde nicht müde, es zu spielen. Und ich habe es eigentlich schon lange vorgehabt, da ein Let's Play daraus zu machen. Bloß ich habe mich immer ein bisschen vor der Länge gefürchtet. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt auch endlich mal an diesem super klasse Spiel von damals teilhaben lassen. Neues Spiel. Schon wieder dieser Traum. Muss das 10. Mal sein. Was soll das nur? Kann mich auch nicht erinnern, je in Farbe geträumt zu haben. Naja, werde mir noch ein wenig die Füße vertreten. Hoffentlich wird bald durchgegeben, wann ich das Shuttle zu unserem Vorausflug starten soll. Ich werde die ganzen Charaktere voice acten, damit es in den storylastigen Teilen nicht so langweilig wird. So, nehmen wir erstmal Ring, Stimmdrinks für Heilung und Ration raus. Schuhe brauchen wir nicht. Die Ration, die braucht man bei Rasten, damit man sich heilen kann. Da ist nichts drin. Auch nix. Toilettenbonus. Okay, hier gibt's nichts weiter. Als Tom auf den Gang hinaustritt, sieht er von rechts Christine, seine Lebensgefährtin, auf sich zukommen. Freudig geht er ihr entgegen, um mit ihr zu sprechen. Hallo Großer, na, ausgeschlafen? Christine, schön dich zu sehen, Schatz. Ich fühle mich wie gerädert. Du hast mal wieder recht gestern Abend. Hätte doch bei dir schlafen sollen. Ich hatte wieder diesen verrückten Traum. Er wird jedes Mal deutlicher. Ist schon verrückt. Du bist doch sonst kein Sensibelchen. Hat bestimmt was mit dem Overseasprung zu tun. Bleib heute Nacht bei mir und ich werde dir die Albträume schon austreiben. Der Traum begann schon vorher und es ist eigentlich auch kein Albtraum. Er ist nur so intensiv. Ach egal, was soll's. Ich werde mal eine Runde drehen. Vielleicht treffe ich Captain Brand und bekomme heraus, wann ich mit Snoopy starten soll. Snoopy? Hast du denn nicht... Junge, du musst einen guten Schlaf haben. Die Explosion war durch das ganze Segment zu spüren. Explosion? Mach's nicht so spannend. Von was redest du, Chris? Was ist mit Snoopy? Der Inspektor hat während des Sprungs an der Oversea-Kommandoanlage gesessen. Das Ding hat sich überladen und ist förmlich explodiert. Snoopys Bestandteile waren im ganzen Raum zu finden, heißt es. Was für ein Hammer. Junge, das muss ich erstmal verdauen. Dein Astrof stellt nun der einzige Regierungsbeauftragte an Bord. Ja, ich habe gehört, dass du den Vorausflug nun mit ihm anstatt Snoopy unternehmen sollst. Der Tag fängt ja hervorragend an. Naja, Hofstädte ist ganz in Ordnung und an meinem Flugplan ändert sich durch den Unfall sicher nichts. Ich werde mal eine Runde mit Joe über die Sache quatschen. Dein Kumpel ist heute im Nordosten des Systems eingeteilt. In der Nähe des Zugangs zum Kommraum. Okay, ich werde mich auch mal auf den Weg machen. Hab noch viel Arbeit. Bis dann, Süßer. Tschüss, Christine. Nein, ich habe mich verlesen. Ach, egal. Ja, ich bin Jesus. Ich kann durch Wände greifen. Stimmdrink. Kann man immer brauchen. Hier glaube ich noch was. Hier ist Nahrung in Form von Konzentratriegeln zu finden. Wer zum Teufel bewahrt sowas auf dem Klo auf? Naja, solange es mir zugute kommt. Okay, dann war hier oben glaube ich noch was. Okay. Dadurch sollte sich jetzt auch endlich mal erklären, warum sie ihn alle Snoopy nennen. Muss sowas wie ein Spitzname sein. Munition. Können wir immer brauchen.
Dies ist Rainer Hofstädt, Physiker und Xenobiologe und Aufsichtsbeauftragter der Regierung. Aufgeregt beginnt er ein Gespräch. Driscoll, gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie schon vom Tod Inspektor Beagles gehört? Hallo Hofstädt. Ja, meine Lebensgefährtin hat mir gerade von der Sache berichtet. Muss ja ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Dieser sture britische Dickschädel. Er war zwar kein Techniker, aber dass der Betrieb der Kommandolage während des Overseas-Sprungs nicht problemlos ist, hätte er eigentlich wissen müssen. Diese ganze Überlichttechnik ist noch lange nicht völlig unter Kontrolle, der arme Teufel. Das macht sie nun zum einzigen Regierungsrepräsentanten an Bord, nicht wahr? Der einzige Schnüffler, ja, erinnern Sie mich bloß nicht daran. Wie dem auch sei, ich hatte gerade ein Gespräch mit Kapitän Brand. Er will den Vorausflug trotzdem durchführen, mit meiner Wenigkeit anstelle von Beagle. Sieht aus, als hätten Sie einen neuen Passagier, Driscoll. Ich möchte nicht pietätlos erscheinen, aber dem Shuttle ist es gleich, welche zwei Personen es befördert. Von mir aus kann der Flug planmäßig stattfinden. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr auf den Flug freue. Der Abflug sollte in den nächsten Tagen stattfinden. Wir müssen wohl auf die Durchsage des Kapitäns warten. So ist es. Wir sehen uns sicher noch vorher. Bis dann, Hofstädt. Ja, bis dahin, Driscoll. Dies ist die Messe des Schiffs. Treffpunkt und Verpflegungsraum für die Besatzung. Guck mal hier hin. Hallo Driscoll, wie steht's? Bald haben wir Nugget erreicht. Dann hat für mich die faule Zeit ein Ende. Was ist dein augenblicklicher Job? Ich bin Maschinenführer. Ich fahre gerade Tests über die Einsatzfähigkeit der Abbauanlagen. Nun, zuerst werden die mitgebrachten Systeme genügend Erze abbauen, um eine Fertigung für weitere Robotersysteme zu errichten. Dann entsteht ein selbstlaufender Prozess, bei dem immer mehr überschüssiges Erz abfällt, das wir mit den billigen Containern nach Hause ballern. Wenn sich auch nur die Hälfte der Daten bestätigt, die die Sonde über unser Ziel durchgegeben hat, kann sich jeder von seiner Prämie die Zusage für ein Indie leisten. Die Rohstoffmenge muss fast so hoch wie auf Yoshi sein. Was die genauen Daten angeht, weiß Hofstädt wohl am besten darüber Bescheid. Ja, stell dir vor, mit einem Individualflitzer rumsausen wie so ein reicher Sack. Der grüne Planet. Naja, jedenfalls früher mal. Zum Glück weisen die Daten über Nugget eine Wüstenwelt aus. Wir müssen uns zumindest nicht das Gejammer anhören wie bei diesen Schlappohren von Yoshi. Außerdem, ich bin zwar wirklich kein Envy, aber einen blühenden Planeten wie Yoshi umzugraben wäre dann doch nicht mein Ding. Hast du das Neueste von den Environmentalists gehört? Der radikale Flügel hat die letzten Galapagos-Inseln mit einem Minengürtel umgeben. Sind drei peruanische Militärboote bei draufgegangen. Die gemäßigten Envys sind am Toben. Jetzt dürften sie es mal schwer haben, uns noch mehr Auflagen reinzudrücken. Bis demnächst. Also man merkt, hier ist schon ziemlich viel Backstory. Aber die jetzt komplett durchzukauen, würde dann doch etwas den Rahmen sprengen. So, noch ein Schrank. Durch die Wand greifen. Und Dietrich hier rausholen. Den kann ich später Schlösser knacken. Am Ende dieses Gangs dort oben arbeitet Joe, das alte Haus, im Augenblick. Ich sollte ihn bald mal besuchen. Ja, ja, später. Erstmal noch ins Shuttle-Hangar gucken, da gibt's, glaube ich, noch einen. No shit, Sherlock. Ja, da ist er. So, jetzt können wir zu Joe gucken. Vor den Eingang zum Kommandant, wo die Kommunikationsanlagen des Schiffes untergebracht sind, stehen zwei Sicherheitsbeauftragte Wache. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Was ist denn passiert? Sie stehen hier doch nicht zum Vergnügen herum. Sie haben sicher von dem Unfall des Inspektors mit dem Oversea-Kommandant gehört. Der Kommandant ist bis auf Weiteres gesperrt.
Der Raum bleibt so lange für die Besatzung geschlossen, bis keine Gefahr durch die defekte Anlage mehr besteht. Und jetzt Schluss mit der Fragerei. Bitch. Ja. Da ist er. Hallo, mein Alter. Willst du mich von der Arbeit abhalten, hm? Gute Idee. Grüß dich, Joe. Hast du die Sekos im Nachbarraum gesehen? Ja, sie spenden zu uns im Kommraum ab. Arrogante Typen. Das stimmt. Du weißt, ich war schon immer ein bisschen neugierig. Würde zu gern mal einen Blick auf den Schrott im Kommraum werfen. Ich wüsste, wie wir diese Geheimniskrämer linken. Ich könnte dir einen Zugang zum Service Deck zeigen. Dort müsstest du die Typen unterlaufen können und in den Kommraum kommen. Wie sieht's aus? Gute Idee, schieß los. Okay, pass auf. Die Wandpanels mit den grünen Lichtketten verkleiden Zugänge zum Service Deck. Du findest einen dieser Zugänge rechts oben in dem Raum nördlich von diesem hier. Der Code, den du bei den Dingern eingeben musst, lautet für dieses Deck 1042. Dahinter findest du eine Leiter nach unten und du kannst dir einen Weg bis zum Serviceaufgang in den Kommraum suchen. Joe, das letzte Mal, dass du so fertig ausgesehen hast, war nach der Tour durch Osaka, kurz vor dem Start. Hör bloß auf! So kurz vor dem Ziel ertrinke ich in Arbeit. Unser Sake-Marathon in Osaka ist wenigstens wert. So, dann wollen wir mal. Mal hoch. Öffnungscode eingeben. 1042. Und ab geht's. So. Dieses Spiel hat auch 3D-Umgebungen. Die meisten Dungeons sind dann in so 3D-Umgebungen gehalten. So. Machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Piep, piep, piep. Ich hab dich lieb. So. Zack. Zack. Hier muss ich mal warten, bis diese Roboter drüber wischen. Ach nee. Komm, mach auf. Geh auf. Und? Nein, schnell. Ja. So. Wie sich die Tür mit den roten Leuchten öffnet, schließt sich hinten diejenige mit der grünen Markierung. Der Rückweg ist versperrt. Okay. Versuchen wir es einfach nur mit dem gleichen Code. Okay, hat geklappt. Dies ist tatsächlich der Kommraum. Tom sieht sich vorsichtig um, aber niemand ist hier. In der Luft hängt der Geruch von verschmorter Elektronik. Hui! Sieht ja übel aus. Das sind also die Überreste der Com-Anlage. Die Explosion muss in der Tat verheerend gewesen sein. Tom will sich gerade abwenden, da fällt sein Blick auf einen Gegenstand, der unter der zerstörten Konsole liegt. Es ist eine Waffe. Wie um alles in der Welt kommt die Kanone hierher? Außer für Sekos sind Waffen an Bord strengstens verboten. Ein interessanter Fund jedenfalls. Juhu, eine Waffe. Ja, die haut rein mit 30 Schaden. So, mit der Waffe sollte ich aber nicht rausgehen, weil sonst wird die mir gleich abgenommen. Deswegen gehe ich schon mal hier runter. Und verstecke die in dem Wandschrank hier. Tom deponiert die Waffe in den Wandschrank. So, wenn ich jetzt von der anderen Seite dieser Schleuse hier wieder an den Schrank drankomme, habe ich die Sekos gelingt und die Waffe gehört mir. Und dafür gibt es ein Level-Up. Zack. Hier gibt es noch ein paar Skin-Drinks. Zurück ins Gerümpel nicht möglich. Ja, so ein Wandschrank ist auch voll das Gerümpel.
den Gesichtern der Sicherheitsoffiziere ist erst Verblüffung, dann Zorn zu sehen, als sie jemanden aus dem von ihnen bewachten Bereich spazieren sehen. Bleiben Sie stehen, Driscoll. Wie kommen Sie in den abgesperrten Bereich? Rühren Sie sich nicht. Wir werden eine Leibesvisitation durchführen. Colonel Private tastet Tom ab. In Ordnung, Sie können gehen. Aber das wird Folgen für Ihre Personalakte haben, das kann ich Ihnen versprechen. Bitch, bitch, bitch. Mir doch Wurst. So, gleich wollen wir nochmal wieder runter und das Ding rausholen. So, und das wird im Schnelldurchlauf. Meins. Und zack. So. So, jetzt muss ich nur noch auf diese dummen Lautsprecheransagen warten. Das kann wieder dauern. In der Zeit kann ich das Schiff erkunden oder sowas. Auch wenn es nicht viel zum Erkunden gibt, aber egal. Container. Mit Müll, Wasser, Gift oder Rohstoffen. Wow, sowas muss man natürlich unbedingt aufbewahren. Wie, das kann ich nicht angucken? Das interessiert mich. Blödes Ding. Hi Tom, hab ein bisschen wenig Zeit. Der Kapitän hat mich dazu verdonnert, den Lagerraum für die Landung vorzubereiten. Was ist dein augenblicklicher Job? Ich bin Maschinenführerin für die Abbauroboter. Im Augenblick sichere ich allerdings den Lagerraum ab. Wenn bei der Landung die Schwerkraftverhältnisse durcheinander geraten, darf hier natürlich nichts mehr unbefestigt herumstehen. Na, du weißt doch, normalerweise beginnt für unser eins der Job erst nach der Landung, wenn es mit dem Abbau der Rohstoffe losgeht. Skipper Brand macht einen guten Job, denke ich, auch wenn er ein bisschen, naja, kontaktscheu ist. Man sieht ihn selten außerhalb der Dienstzeiten. Er spricht ja mehr mit der AI als mit der Besatzung. Ein fantastisches Ding. Zwar fast ein Viertel der Entwicklungskosten des ganzen Schiffes verschlungen haben. Wenn man bedenkt, dass es erst 20 Jahre her ist, seit die erste Kiste schnell genug war, um mit Bewusstseinsalgorithmen umgehen zu können. Das Ding hat geantwortet wie ein schwachsinniges Kind. Und wenn du heute mit sowas wie Ned sprichst, kommst du dir wieder Idiot vor. Immerhin eine gute Idee, Ned durch diesen Androidenkörper mit uns kommunizieren zu lassen. Man kommt sich dabei nicht ganz so merkwürdig vor, als wenn man mit einer Konsole oder einer Wandinstallation diskutiert. Außerdem steuert Ned das ganze Schiff und später die Anlage. Ist schon irgendwie unheimlich, dass gerade mal 80 Leute Besatzung nötig sind und das hier am Laufen zu halten. Was kannst du mir über Ned sagen? Ist gleich wie vorhin, toll. Die Toronto ist der größte Kasten, auf dem ich bisher geflogen bin. Wie wir wohl alle. Alles ist noch neu, wie aus der Schachtel. DDT hat ihren Gewinn von 3 Jahren in dieses Schiff investiert, habe ich gehört. Über 120 Milliarden Credits, da wird einem schwindelig. Warte mal, ist schon seltsam. Man arbeitet für diesen Multi, aber es fällt mir schwer, mich auf Anhieb zu erinnern, was die Abkürzung bedeutet. Wird ja nichts anderes benutzt. Es war irgendwas mit Daimler Daitasu Thompson oder so. Ist, glaube ich, aus 2 alten europäischen und einem japanischen Konzern entstanden. Wenn sich das Schiff auf dem Planeten zu der Anlage umgebaut hat, geht die Arbeit richtig los. Bin mal gespannt, ob alles funktioniert. Dieses Ding hier soll sich ja seine gesamte Infrastruktur selbst bauen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das Ganze anwächst, wenn es erstmal den halben Planeten abgebaut hat. Die Strukturen werden riesig sein.
Naja, am Ende wird ja auch die Anlage eingeschmolzen und nach Hause geknallt. Oh, mehr gibt's nicht. Obwohl. Eine Kanone. Du weißt, dass du in Teufelskirche kommst, wenn die Sekos dich damit erwischen. Wer hat lieber für dich, dass du das Ding hast? Much before criminal, Alter. Wo ist eigentlich dieser Hofstädt? Hab mich vorhin angelabert und jetzt findet man ihn nirgendwo mehr. Wo ist der Typ? Wo ist er? Irgendwo muss er doch zu finden sein. Ich will mit ihm reden. Hier ist wohl nicht. Moment, da war was. Ah. Dies ist der Androidenkörper, der von Ned, dem AI-Rechnersystem der Toronto, zur Kommunikation mit Menschen benutzt wird. Guten Tag, Mr. Driscoll. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Ned. Wissen Sie etwas über den Unfall, dem Inspector Beagle zum Opfer fiel? Die Entladung, die bedauerlicherweise zu Mr. Beagles Ableben geführt hat, muss während des Oversea-Phase aufgetreten sein. Leider ist mir nicht bekannt, warum Mr. Beagle ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die Ecom-Anlage in Betrieb setzen wollte. Seine persönliche Beziehung zu den übrigen Crewmitgliedern war nicht ausgesprochen tiefgehend, sodass niemand über seine Motive Auskunft zu geben vermochte. Es tut mir leid, nicht mehr Licht in diese Angelegenheit bringen zu können, denn der Tod eines Regierungsbeamten, auch wenn es zweifelsfrei ein Unfall war, wirft ein schlechtes Licht auf unsere Firma. Ned, haben Sie noch irgendwelche genaueren Angaben, die meinen Vorausflug mit Dr. Hofstädt betreffen? Der ideale Abflugszeitpunkt wird gerade ermittelt, Mr. Driscoll. Sie werden durch eine Durchsage rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Die Abtastinstrumente bestätigen bislang die Daten der Sonde durchgehend. Sie können erwarten, auf eine leblose Wüstenwelt ohne größere atmosphärische Turbulenzen zu stoßen. Es wird sich bei Ihrem Flug mit großer Wahrscheinlichkeit um eine reibungslose Routineangelegenheit handeln. Laufen die Landevorbereitungen wie geplant? Ich bin erfreut, mitteilen zu können, dass alle Systeme mit einer Fehlerquote laufen, die alle bisherigen Flüge von DDT-Raumfahrzeugen um das Fünffache unterschreiten. Anders ausgedrückt, alles läuft wie am Schnürchen, Mr. Driscoll. Ich muss nun weiter, Ned. Auf Wiedersehen, Mr. Driscoll. Ja, das war jetzt dieser Androidenkörper, mit dem die Leute reden können. Anstatt mit so einem komischen Blechkasten. Ich käme mir auch dabei vor, vor einem Kasten rumzusitzen und mit dem zu reden. Ist ja schon komisch, wenn ich irgendwie die Windows-Sprachsteuerung benutze, komme ich auch total behindert vor. Ah, da ist er. Komm her. Ah, hallo Driscoll. Ich hoffe, Sie fühlen sich fit für unseren Flug. Was ist Ihre Aufgabe? Ich bin Physiker und Xenobiologe im Regierungsdienst. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Flugkünste. Es ist für mich jedes Mal ein absoluter Höhepunkt, eine neue Welt mit eigenen Augen zu sehen. Auch wenn es sich dabei um eine offenbar eher karge Welt handelt, die Ihre Firma mit dem unglaublich poetischen Namen Nugget versehen hat. Eine Schönheit, wie es Yoshi einmal war, wäre natürlich noch interessanter gewesen. Aber dann hätte diese Anne ja ganz umsonst den weiten Weg gemacht, auch wenn mich das als alten Envy ein wenig mit Schadenfreude erfüllt hätte. Der Name für unseren Zielplaneten bezeichnet großartig, was DDT darin sieht. Ein profitables Rohstofflager und nicht mehr. Sind Ihnen die Daten, die uns von einer Sonde übermittelt wurden, nicht mitgeteilt worden? Lassen Sie mich kurz nachdenken. Also, die Daten weisen auf einen kleinen Wüstenplaneten hin, der aufgrund des schweren Kerns aber über einen Schwerkraftwert von 0,8 G verfügt. Es ist eine sauerstoffhaltige Atmosphäre vorhanden, wahrscheinlich ist das Atmen im Freien aber ohne Hilfsmittel nicht möglich. Die Sonne des Systems ist von ähnlicher Größe wie die unseres Sonnensystems, strahlt aber ein etwas ins rötlich verschobenes Farbspektrum aus. Der Planet hat keine Achsenneigung, sodass mit großen geografischen Temperaturänderungen nicht zu rechnen ist. Ich denke, wir können
mit Tagestemperaturen um die 50 Grad Celsius und Nachttemperaturen unter dem Gefrierpunkt rechnen. Ein Sonnenumlauf dauert skurrilerweise fast exakt so lange wie ein irdisches Jahr. So, ich denke, das war alles, was bisher über unser Ziel bekannt ist. Nach unserem gemeinsamen Flug werden wir mehr wissen. Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Zusammen mit dem rücksichtslosen Vorgehen auf Gaia ist der Fall Yoshi meiner Meinung nach der größte Skandal der interstellaren Raumfahrt. Sie wissen ja, dass damals ein blühender Planet von einem Konkurrenzunternehmen DDTs fast vollständig zugrunde gerichtet wurde. Und wissen Sie noch etwas? Wenn sich nicht herausgestellt hätte, dass dabei nicht nur ein lebendiger Planet ruiniert, sondern auch intelligente Wesen dabei ausgerottet wurden, würde es wohl heute noch keine Kontrollen geben. Wenn ich an die Kommentare des Multis denke, der Planet hatte Giftstoffe in seiner Atmosphäre, die menschliches Leben nicht erlauben. Als ob die einheimische Flora und Fauna dadurch weniger wertvolles Leben darstellte. Unglaublich auch der Kommentar zum Ende der Griktra. Schlappohren haben sie sie genannt und gemeint, dass sie dem irdischen Virus erlegen werden, weil sie dekadent und am Ende ihrer Entwicklungsgeschichte angelangt waren. Es ist... Verzeihen Sie. Bei diesem Thema rede ich mich gerne in Rage. Wie dem auch sei. Dieser Vorfall ist letztlich der Grund für meine Anwesenheit auf dem Schiff. Kein privates Raumfahrzeug darf seit Yoshi unerforschte Systeme ohne Begleitung eines Regierungsbeauftragten ansteuern. Wissen Sie, ich war früher selbst bei den Environmentalists aktiv, bis der radikale Flügel immer mehr in die Richtung Terrorismus abgedriftet ist. Immerhin hat der offizielle Teil der Organisation großartige Erfolge erzielt. Die genetisch gestützte Rückzüchtung des Tigers letztes Jahr hat der Organisation glücklicherweise wieder Auftrieb im öffentlichen Meinungsbarometer verliehen. Seit die größten Schweinereien außerhalb der Erde passieren, bessert sich der Zustand des letzten Naturreservates zusehends. Daimler Daitasso Thompson. Ich kenne Ihre Firma besser, als Sie vielleicht glauben, Driscoll. Meine Mutter hat dort gearbeitet und ich habe einen Teil meiner Kindheit und Jugend innerhalb der Firmenkultur verbracht. Der zweitgrößte Multi der Erde. Mehr Umsatz als das Bruttosozialprodukt der meisten Staaten. DDT ist aus einem Zusammenschluss zwei europäischer und einem japanischen Konzern entstanden. Der Konzern gilt als einer der gesündesten unter den Großmultis. Sieht so aus, als hätten sie einen sicheren Arbeitsplatz, Driscoll. Gaia ist ein Beispiel, dass wir offenbar nicht in der Lage sind, aus den Fehlern unserer Geschichte zu lernen. In der Euphorie nach der Erfindung oder besser Entdeckung des Oversea hatte Gaia einfach nur das Pech, dass unter den ersten angesteuerten Sonnensystemen ein Planet existierte, der menschliches Leben erlaubte. Die Entdeckung einheimischer intelligenter Einwohner der Hoika war eine Sensation, die nach größerer Aufregung als die erfolgreichen Tests des Oversea auslöste. Was die Siedler allerdings nicht daran hinderte, die Hoika ähnlich zu behandeln, wie es mit zahlreichen Völkern auf der Erde zu Zeiten des Kolonialismus passierte. Was für eine Ausnahme Gaia darstellt, ist erst heute klar, denn es ist bislang die einzige Welt geblieben, auf der menschliches Leben dauerhaft möglich ist. Gott, der labert zu viel. Bis später. Läuft er mir schon wieder nach? Eine Lautsprecherdurchsage erhalte ich die Gegend des Schiffes. Durchsage für Pilot Driscoll. Shuttle zum Start vorbereitet. Startaufruf folgt in Kürze. Aha, endlich ist es soweit. Ich sollte nicht vergessen, alles mitzunehmen, was ich auf diesem Flug dabei haben möchte, wenn es losgeht. Ey, was läuft der alte Sack für einen Scheiß zusammen? Weiß er mal, wo der hin will? Lol, jetzt rennt er. Es geht. Ich warte auf die Durchsage. Habe ich überhaupt alles? Ja. Ah, halt. Das glaube ich jetzt mal so nicht. Ah, okay. Bam. Fernkampffähigkeit 85 von 70. Ja. Passt schon.
Schlafposition mal verschieben. Durchsage für Pilot Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Ja. Los geht's. Tom geht zu einer Konsole und gibt seine Startbereitschaft durch. Kurz darauf im Shuttle-Hangar. Neben dem Shuttle trifft Tom auf Kapitän Brandt sowie den Androidenkörper von Ned, dem AI-System des Schiffes, und natürlich auf Rainer Hofstädt, seinen Passagier. Driscoll, es ist alles bereit für Ihren Flug. Alle erforderlichen Daten zur Kursbestimmung stehen Ihnen im System des Shuttles zur Verfügung, Mr. Driscoll. Während des Fluges werde ich direkt mit Ihnen kommunizieren, um Ihnen die Auswertung der übertragenen Daten sofort mitteilen zu können. Sie kennen Ihren Auftrag. Durchführung von Messreihen im Orbit und vor Ort zur Verifizierung der Sondendaten. Bringen Sie Mr. Hofstädt gut hinunter, Driscoll. Viel Glück. Danke, Sir. Ich werde mich bemühen. Sind Sie bereit, Hofstädt? Aber sicher, geben Sie Gas, Driscoll. Tom bringt das Shuttle sicher aus dem riesigen Mutterschiff. Das kleine Raumfahrzeug hat einen kräftigen Antrieb und so sind die beiden schon nach ein paar Stunden in der Nähe des Zielplaneten. War bislang eine angenehme Reise, Driscoll. Danke, ich bin in guter Fluglaune heute. Es ist vieles Routine in meinem Job, aber einen neuen Planeten anzufliegen ist und bleibt das Größte. Wem sagen Sie das? Gut, dass es meine Dienststelle nicht weiß, aber ich würde sogar auf mein Gehalt verzichten, um diesen Augenblick zu erleben. Wir kommen jetzt in Sichtweite. Sehen Sie sich das an, Hofstädt. Macht auf mich nicht den Eindruck einer Wüstenwelt. In der Tat, viele Wolken und die Farbe wäre für Staubwolken ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Gelbfärbung von der Sonne stammt. Ich werde mit der Toronto sprechen. Versuchen Sie währenddessen etwas auf Ihre Instrumente zu bekommen. Shuttle an Toronto. Ned, wie ist der Kontakt? Die Verständigung ist ausgezeichnet, Mr. Driscoll. Sie haben nun Sichtkontakt mit dem Ziel? Ja, der Planet ist dem Augenschein nach nicht unbedingt eine Wüste. Mr. Hofstädt befragt gerade die Instrumente. Die dichte Wolkendecke macht die Messungen schwierig. Die Analyse weist in der Tat auf große Rohstoffmengen hin. Es scheint mehr Wasser zu geben als angenommen. Ein Moment, Mr. Hofstädt. Die Verbindung wird immer schwieriger. Haben Sie Schwierigkeiten, Mr. Driscoll? Nein, alles scheint im grünen Bereich zu sein. Wow, ich hätte es nicht beschreien sollen. Ausfall der Servos. Ersatzkreise gehen schnell runter. Versuche manuell etwas zu machen. Hofstädt? Versuche, einen Check zu fahren. Mr. Driscoll, der Status zeigt Kritwerte. Bitte Bericht. Ausfall mehrerer Systeme. Manuelle Steuerung okay. Versuche umzukehren. Wir haben Probleme mit der Energieversorgung. Das hat geknallt. Scheiße, ich verliere die Kontrolle. Hofstädt, halte dich fest. Wir gehen runter. Das Shuttle ist bereits im Schwerkraftfeld des Planeten und stürzt schnell auf ihn zu. Harte Stöße erschüttern das kleine Schiff, als es in die Atmosphäre eindringt. Tom arbeitet fieberhaft und schafft mit den Resten manueller Kontrolle eine krachende Bruchlandung. Langsam kommen die Männer wieder zu sich. Oh, mein Kopf. Mit Ihnen fliege ich so schnell nicht wieder, Driscoll. Bestimmt nicht in diesem Shuttle. Außerdem, Sie können mir dankbar sein, dass Sie noch leben. Die Automatik hätte die Kiste nie heil runtergebracht. Okay, okay, ist schon klar. Und nun? Nun schnappen wir uns die Masken und steigen aus. Wenn die Luft zum Atmen reicht, gehen wir die Vorräte durch und fangen an zu basteln, um einen Funkkontakt herzustellen. Wenn die Luft zu dünn ist, gute Nacht. Oh Mann. Was soll's, hat keinen Zweck, es herauszuzögern. Gehen wir. Und ich habe ein neues Teammitglied, yay. Mein Gott. Das ist also die Wüstenwelt. Ich werde verrückt. Schauen Sie doch nur. Fantastisch. Riechen Sie nur. Hören Sie. Hier wimmelt es von Leben. Wie konnte die Sonne nur solche Daten senden? Das ist eine Sensation. Lassen Sie uns zuerst von dem Shuttle weggehen. In dieser sauerstoffreichen Atmosphäre könnte es... Bumm.
Alles um Tom herum versinkt in Licht, dann in Dunkelheit, die für eine lange Zeit anhält. Dann beginnt Tom wieder seinen Traum zu träumen. Der ist schon wieder mit seinem Streichholzmännchen. Wieder dieser Traum. Muss irgendwann mit Chris darüber reden. Zeit aufzuwachen. Muss den Flug vorbereiten. Der Flug. Das Shuttle. War bereits dort. Ist schon gesehen. Schmerzen. Irgendwas ist falsch. Etwas stimmt nicht. Mehr Schmerzen. Was ist passiert? Gott, der Absturz. Was war dann? Oh Scheiße, die Schmerzen. Warum wache ich nicht auf? Hofstadt und ich gehen hinaus. Alles voller Pflanzen und Tiere. Der Planet lebt. Die Farben. Das Grün. Alles ist grün. Tin. Snyak. Ribanis. Arni. Fnardradisire. Vreni. Was um alles in der Welt? Wo bin ich? Wer? Was ist das? Ich dachte, ich wäre wach. Ich muss hoch. Au! Oh, Scheiße. Ein recht deutliches Genesungszeichen, schätze ich. Willkommen unter den Lebenden. Hofstädt! Okay. Ich will versuchen, es ganz einfach zu formulieren. Was ist passiert? Sie erinnern sich an die Bruchlandung und unseren Ausstieg? Gut. Kurz danach ist der Shuttle hochgegangen, wie in einer schlechten amerikanischen Serie. Meine erste Erinnerung danach stand vom Transport auf einer Art Bahre. Als ich meine Helfer sah, wurde ich sofort wieder bewusstlos. Driscoll, diese Wesen sind intelligent. Ich sehe selbst, dass dieses Haus nicht aus dem Boden gewachsen ist. Obwohl, wenn man genauer hinsieht... Verstehen Sie nicht, es gibt hier intelligentes Leben. Wir haben den Kontakt zur dritten nichtmenschlichen Rasse hergestellt. Ihre Kultur ist fantastisch und... Hofstädt, bitte! Mir brummt der Schädel auch ohne Ihre Erklärungsversuche. Beginnen Sie von vorne, um Himmels Willen. Wie konnten die Instrumente so versagen? Wir marschieren in Erwartung einer Marswelt mit Apenmasken heraus und stehen in einem verdammten Dschungel, dichter als in den alten Erddokus. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Die meisten Tatsachen spüren Sie im eigenen Leibe. Wir befinden uns auf einer sauerstoffreichen, warmen Welt mit einer enormen Vielfalt an Flora und Fauna. Die Schwerkraft beträgt erwartungsgemäß etwas unter 1G. Bisher ist unser Immunsystem mit den hiesigen Mikroorganismen zurechtgekommen. Die Detonation hat sie wesentlich schlimmer erwischt als mich. Sie sind fast 30 Tage bewusstlos gewesen. Halt! Versuchen Sie es erst gar nicht. Bevor Sie aufstehen können, werden mindestens nochmal 30 Tage vergehen. Hab's gemerkt. Irgendwelche bleibenden Schäden? Glaube ich kaum. Einige Knochenbrüche, Verbrennungen und vermutlich leichte innere Verletzungen. Die Schädelprellung machte mir am meisten Sorgen, aber sie scheinen ja bei klarem Bewusstsein zu sein. Ihre Prothese ist funktionstüchtig. Danke, machen Sie weiter. Nun, ich war recht schnell wieder auf den Beinen und habe Kontakt mit unseren Gastgebern aufgenommen. Wie soll ich bloß beginnen? Sie sind Wissenschaftler. Versuchen Sie, sich auf die Fakten zu besinnen. Ich werde mir Mühe geben. Nun, Sie nennen sich Iskai. Wie Sie gesehen haben, sind Sie annähernd humanoid gebaut, aber größer und schmaler als Menschen. Außerdem besitzen Sie noch Ihren Körperpelz. Sie scheinen von Raubtieren abzustammen, wie Sie sicher auch an der Kopfform bemerkt haben. Ansonsten scheint Ihre Entwicklungsgeschichte in vergleichbaren Bahnen wie die des Homo sapiens verlaufen zu sein. Die Iskais sind zweigeschlechtige Säugetiere wie wir. Ihre technologische Entwicklungsstufe scheint nicht sehr hoch zu sein, trotzdem sind Sie in zu erstaunlichen architektonischen Leistungen fähig. Die Bewohner dieses Hauses haben sich aufopferungsvoll um uns gekümmert und mir geholfen, sie am Leben zu erhalten. Soll das heißen, eine Art Medizinmann hat mich wieder zusammengeflickt? Nein. Andererseits, wer weiß. Ich erinnere mich nebelhaft an den ersten Tag hier, als einer dieser Burschen im Zimmer war und irgendwas an uns herumgefummelt hat. Er hat allerdings nicht den Eindruck gemacht, dass er mit Hokuspokus Eindruck schinden wollte. Er hat mit einer Art glänzenden Pflanzensamen hantiert. Ich war zu schwach, um dagegen zu protestieren. Es hat uns offensichtlich nicht geschadet. Ich habe dann noch 3 von unseren Medipacks gebraucht, um sie so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. Drinisbad Ardriba Nagendi? Kridak Nagrina Strokiri Badri? Frischi Van Drubia Lanari? Wie ich sehe, haben sie ihre Zeit nicht vergeudet.
Sie haben in knapp 4 Wochen Ihre Sprache gelernt? Ich beherrsche erst ein paar Worte. Bis auf die Aussprache ist das Idiom allerdings erstaunlich nachvollziehbar. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen einen Grundkurs geben, damit Sie aufholen können. Machen Sie langsam, Hofstädt. Ich bin auch dabei, nicht überzuschnappen. Diese Situation ist, ich meine, was wir erleben, ist unglaublich. So etwas passiert normalen Menschen wirklich eben nicht, es... Hey, bleiben Sie ruhig, Driscoll. Sehen Sie, das sind Gedanken, wie sie wohl jeder hat, wenn man etwas erlebt, was man sonst nur am Bildschirm gelesen oder gesehen hat. Das hier geschieht nun mal tatsächlich. Akzeptieren Sie es und sehen Sie zu, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Wir müssen schließlich irgendwie zum Schiff zurückkommen. Das Schiff, richtig. Die werden Augen machen, wenn sie im Orbit sind. Ich schätze, sie werden am vorgesehenen Punkt landen und anstelle der Abbaustruktur eine Forschungsstation errichten. Ihre Firma kann dann wenigstens noch etwas Geld mit dem Exklusivrechten der ersten Dokus hereinholen. Wir müssen also herausfinden, wo wir sind und wie wir zum Landepunkt kommen. Da unser Shuttle restlos zerstört ist, kann die Reise zu Zorn dort recht lang werden. Das ist die richtige Einstellung. Zuerst aber müssen wir lernen, uns zu verständigen. Schlafen Sie erst noch ein wenig, dann beginnen wir mit der ersten Lektion. In Ordnung. Und Hofstädt? Ja? Danke für alles. Einige Wochen später. Tom hat sich erholt und mit Rainers Hilfe die Grundbegriffe der Iskai-Sprache erlernt. Heute fühlt er sich zum ersten Mal stark genug, um sein Bett endgültig zu verlassen. Niemals, Hofstädt. Und wenn mich Giria auffrisst, ich bleibe keinen Tag länger in dieser Sandkiste hier liegen. Ihre Krankenschwester wird davon nicht begeistert sein. Aber bitte, Ihre Gehversuche haben in den letzten Tagen an Sicherheit gewonnen. Klappt doch ganz gut. Es wird Zeit, endlich dieses Zimmer zu verlassen. Okay, aber Sie sprechen mit Giria. So. Dann machen wir hier mal erst einen Break. Und ich sehe euch im nächsten Teil.